Guten Morgen. Ja, Samstagmorgen haben wir jetzt und ich bin frisch geschminkt, bin gerade aufgestanden, habe meinen ersten Kaffee getrunken und ach ja, jetzt sitze ich neben meinen Blumen, denn ich wollte mich ja vorher nochmal melden, bevor Valentinstag ist, ne? Denn morgen ist ja Valentinstag, nochmal. Und ja, für gewöhnlich schenkt man Frauen zum Valentinstag ja auch Blumen, vor allem rote Rosen. Ich habe mir allerdings gedacht, nur rote Rosen alleine jedes Jahr wird doch irgendwann mal langweilig. So ein bisschen Abwechslung sollte doch schon drin sein. Und da ich mich ja so ein bisschen mit Blumen auskenne, dachte ich mir, gebe ich euch mal ein paar Tipps und Ratschläge, was man so mit den Rosen, ro roten Rosen, 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 mit den roten Rosen kombinieren kann. Ne? Also, wenn eine Herzensdame beispielsweise auf Blumen abfährt, die duften, solltet ihr auf jeden Fall mit roten Rosen weiße Fräsien nehmen, weil rot und weiß passt sehr, sehr gut zusammen. Fräsien haben den Vorteil natürlich auch, es ist gerade Frühling. Das heißt, die gibt es eigentlich in jedem Blumenladen. Und ich kenne eigentlich keine Frau, die nicht auf Fräsien steht. Ja, das sind diese kleinen Dinger hier. Guck mal. Das ist hier schon ein bisschen verblüht, aber das jetzt ist zum Beispiel eine Fräsie und die duftet übertrieben gut. Na? Da ja auf Valentinstag ja, naja, man kann es ja draußen schon Frühling nennen, denn es scheint die Sonne, blauer Himmel, wenn ihr mal rausguckt. Oh, ist das toll. Ich freue mich schon total auf den Sommer. Aber der Frühling ist natürlich super. Ne? Und ja, baut auf jeden Fall ein paar hübsche Fräsien ein, die lockern das Ganze so auf. Ne? Dazu noch ein bisschen Grün oder ich weiß ja nicht, was eure Herzensdame sonst noch so mag an Blumen. Aber die gewöhnliche Blume, die Trendblume, die Frauen irgendwie total toll finden, sind weiße Lilien. Weiße Lilien, es gibt welche, die duften, es gibt welche, die nicht duften. Solltet ihr die kaufen, stellt die in der Nacht aber am besten irgendwie auf den Balkon oder so und jedenfalls nicht dahin, wo ihr schlaft, weil der Duft bringt einem so ein bisschen Kopfschmerzen, wenn man irgendwie damit pennt. Ja? Also am besten auf den Balkon stellen. Wundert euch auch bitte nicht, Blumen sind einfach zu bestimmten Zeiten, sind die Großhändler so ein bisschen fies. Die machen die Blumen extra teuer, ne? Das heißt, der Einkaufspreis ist schon verdoppelt, von daher kosten die Blumen auch so meistens schon das Doppelte. Ja, also im Einkauf kostet so eine Rose 1,50 Euro und da der Blumenhändler ja auch ein bisschen was verdienen muss, muss er einfach mal den Preis doppelt draufschlagen, denn es werden ja nicht alle Blumen verkauft und man muss halt auch ein paar Blumen wegschmeißen. Ja. Deswegen seid den Blumenhändlern nicht böse. Es sind die Großhändler, die die Preise extra so hoch machen zu Weihnachten. Sind die Blumen recht teuer, Valentinstag, Muttertag, etc. Ja. Und ja, das wollte ich euch auf jeden Fall Bescheid sagen. Mischt auf jeden Fall so ein bisschen, lasst euch ein bisschen Grün reinmischen. Macht einen kleinen, also so einen schönen Strauß, so einen schönen hohen Strauß. Das macht ein bisschen mehr aus als so ein kleiner, kurzer Strauß. Ja. Lasst euch am besten die Blumen so zusammenstellen. Ich würde halt rote Rosen mit schönen Fräsien, das Ganze vielleicht in den Frühlingsstimmung bringen, denn das passt ja auch. Valentinstag ist ja nur ein Tag, aber die Frau möchte ja auch die Blumen die nächsten Tage genießen und von daher wäre schon schön, wenn man nicht nur eine rote Rose. Ne? So. Das war's dann eigentlich, ne? Mir fällt mir jetzt gerade nicht ein, was ich über Blumen noch quatschen könnte zum Valentinstag. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen tollen Valentinstag. Genießt ihn. Man muss ihn ja auch nicht immer so teuer verpacken, mit von wegen teuer essen gehen oder so. Man kann auch selber kochen,
Statt Kino gehen, kann man sich eine DVD ausleihen und mit der Herzensdame abends, keine Ahnung, ein Weinchen trinken und ein bisschen kuscheln, vielleicht noch ein kleines Bad nehmen mit Kerzenschein, ne? Teelichter sind ja auch nicht gerade teuer. Lasst euch auf jeden Fall was einfallen und macht euch den Abend selber schön. Mein Motto. So, dann wünsche ich euch noch einen wunderwundervollen Tag. Ich werde noch ein bisschen von die Cam springen und dann noch ein klein wenig die Sonne genießen. Hoffentlich ist sie dann auch da. No? Bis bald, eure Tyra.